Oh Gott. Das muss nach oben, ne? Ach du heiliger Strohsack. Ach du Kacke. Was kann ich denn... Was ist das denn? Okay. Die müssen auch getauscht werden. Der muss nach da. Der da. Was? Vier? Oh Gott. Oh Gott, der Controller gerade. Das eiert hier gerade so ein bisschen rum. Oh Gott, ist das fürchterlich. Na, wieso geht der? Hallo? Hallo? So, der muss nach da, wenn dann irgendwo, wenn überhaupt. Das ist auch außen, irgendwie komischerweise. Da ist noch jemand am Stehen. Das muss auch noch oben, ne? Da gab es damals immer so ein Spielzeug. Ja, stundenlang hat man davor gesessen und gewürfelt immer. Ja, das stimmt, das kenne ich auch noch. Die muss ich irgendwie drehen. Achso, warte mal, ich muss hier mal Platz machen. Da oben. Was ist das denn? Oh Gott. Oh Gott, das ist ja... Oh, Alter. Furchtbar ätzend, Schnarch. So, dann haben wir das schon mal wenigstens oben. Das muss nach hier. Würde ich jetzt mal so behaupten. Das sieht so nach da aus. Die Außen. Eigentlich, die Außendinger sind eigentlich immer relativ zügig zu holen. Problem ist nur, das Bild muss ja auch passen, ne? Aber irgendwie... Hä? Drüben kann ich ja nichts machen, ne? Oder? Nee, okay. Kann es sein, dass der hier hin muss? Aber das passt doch gar nicht, oder? Andere Seite darf ich dann auch noch. Ja, juhu! Das ist doch... Das ist doch irgendwie, ne? Die müssen auch noch getauscht werden. Okay... Richtig. Also das stimmt da schon mal. Das ist da schon mal richtig. Ich würde gerne mal eben den nach vorne holen, damit ich den wieder nach da machen kann. Oh Gott, das mit dem Controller ist gerade ein bisschen affig. Also mit dem Stick. Ist gerade ein bisschen nervig, weil er nicht so reagiert, wie ich das möchte.
Aber wo ist der Körper denn? Hä? Achso, der ist richtig hier sogar schon. Achso, okay. Aber was stimmt denn jetzt nicht? Ich glaube, hier oben, die sind noch nicht richtig, ne? Kann das sein? Dass die einfach nur getauscht werden müssten. Ja, der... Ah, okay, verstehe. Boah, schnarch. La 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 la. Nein, er muss ja da drüben. Oh. Ist das hohl? Was? Rechts unten das zweite vom Baum, das gehört höher. Ja. Ich muss es erstmal wieder so hinkriegen, dass ich hier wieder so weit eigentlich wieder klar Schiff habe. Ist das so? Und das muss so, ne? Nee, wo ist denn jetzt hier? Oh Gott. Das muss rum. Hä? Na, das muss getauscht werden. Die beiden, kann das sein? Hm. Ernsthaft? Schnarch. So, jetzt muss ich aber trotzdem erstmal wieder die Reihenfolge da hinkriegen. Oh Gott, das ist so fürchterlich. Oh Gott, ist das furchtbar. Na, jetzt sind die da oben auch schon wieder durcheinander. Nein, ich hab sowas früher gehasst. Ich hab solche Spiele früher gehasst. Oh Gott. So, jetzt mal gucken. Jetzt muss der hier hin. Und der hier hin, ne? Oder? Nee, warte mal. Ach, der muss da oben hin, oder? Kann das sein? Nee. Hä? Doch. Ist das furchtbar? Ist das fürchterlich? Vogel mittendrin von oben. Mhm. Na super.
Gottes Willen. Aber das muss da auch noch da irgendwo... Oh, das muss da oben, ne? Oh Gott, ist das fürchterlich. Schnarch. Ich habe gleich keine Lust mehr. Die müssen getauscht werden, die beiden. Und gleich ist unten wieder alles durcheinander und ich freue mich sehr. Ach, du heiliger Strohsack. Jetzt haben wir oben wenigstens schon mal alles richtig. Wenn ich das richtig sehe. Boah, ist das ätzend. Und dann der Controller auch, dass der... Hallo, geh doch einfach mal da... Oh. Warum kann ich das nicht mit dem Stick machen? Das wäre viel einfacher. Ja, das ist ja ganz oben dann, oder? Ja, genau. Dann... Der Körper muss noch da unten. Oh Gott. Eieieiei. Meine Güte, ist das anstrengend gerade. Vor allem um die Uhrzeit. So. Ich muss die irgendwie nach da kriegen. Das heißt, ich muss den tauschen. Der muss nach hier. Der kann mal eben nach da. Das heißt, der kann mal eben nach da wandern. So. Weil der muss ja hier hin. Runter, der muss auch runter, der muss auch runter und trotzdem muss ich noch dahin. Oh nein! Oh, ist das hohl? Oh, der muss auch noch da oben. Ich werde verrückt. Ich verzweifle gleich hier. Eigentlich muss ich die ja nur jetzt tauschen, ne? Das heißt, der muss nach oben, ne? Oder? Meine Güte. Und die Musik dabei. Lalalala. Nee, das ist doch falsch hier oben, oder nicht? Das passt doch nie im Leben hin. Hä? Ist richtig, das da oben hin ist richtig, der Baumstamm da oben hin? Der Baumstamm hier oben hin ist richtig? Ach, Tatsache, ey, das kann sogar passen, ich werd verrückt. So, hab ich. Und jetzt? Fertig. Das ist ja neben dem richtig. Warte mal, nee, stimmt doch irgendwas nicht. Personen stehen noch gar nicht richtig. Die sind irgendwie... Hä, der muss hier... Ach, die müssen getauscht werden. Oh nein. Oh nein. Hallo? Boah, diese Steuerung geht mir auf den Sender gerade, aber total. Boah, ich muss die beiden tauschen irgendwie.
Ja, so ist falsch. Oh, ich bin schon so durch. Wir haben es gleich. Mach das mal anders. Ich park mal einen hier unten. Dann mal eben den mitnehmen. Und den nach oben. Dann, der muss ja gleich hier hin, ne? Genau. Das heißt, ich werde mal den jetzt hier mehr runterholen. Den nach da. Den packe ich mir mal oben. Der muss rüber dann jetzt. Der muss wieder runter. Das heißt, den packe ich nach da. Der nach hier. Und dann müsste es doch eigentlich jetzt stimmen, oder nicht? Oder... Wie kompliziert du es machst. In 3 Zügen wäre es fertig gewesen. Ich bin nicht so klug wie ihr! Und es ist doch richtig, was... Hä, was will das Spiel denn jetzt von mir? Es ist doch richtig! Ach ja, weil es so schön war nochmal. Juhu! Oh Gott. Fürchterlich. Dann fangen wir mal an. Erstmal mit den Ecken. Aber das ist ja wesentlich einfacher hier. Ich habe nichts gesagt gerade. Ich habe nicht gesagt, es ist einfacher. Entschuldigt bitte, vergiss es einfach, was ich gesagt habe. Ich mach's mir halt immer gerne kompliziert. Es tut mir leid. Ich bin halt ein Andersdenker. So. Er hat runterholen gesagt. Einfach so. So. La la la. La la la. La la la. Wo ist denn die andere Ecke von da oben? Bin ich jetzt blind? Sehe ich die andere Ecke nicht, die hier oben ist? Der muss auf jeden Fall da oben hoch. Das ist bestimmt der Himmel. Na. Das ist mit Sicherheit hier bestimmt irgendwie. Wie war das nochmal? Einfacher wie das andere. Oh Gott, fürchterlich. Oben links muss frei bleiben. Ja. Das kann gut sein, das stimmt. Das ist doch nicht sogar schon fast richtig, ne? Das muss darüber noch. Das muss hier irgendwie hin. Das muss darüber. Ich hasse solche Spiele. Ich hasse solche Spiele. Oh Gott, fürchterlich. Ja, genau, falsch rum. Mein Gott, geh doch einfach dahin. Ich, So. Dann ist das da unten schon mal fast fertig. Das könnte sogar so passen. Das ist schon mal richtig. Dann mal gerne den hier runterholen. Den runterholen, schon wieder gesagt. Boah, diese Steuerung ist so grottig, ne, bei diesem Minispiel. Die ist fürchterlich. Also die Steuerung ist echt eine Katastrophe bei dem Minispiel. Weil du mit dem Stick bewegst und trotzdem irgendwie nicht dahin kommst, wo du hin willst. Das ist so fürchterlich.
ist das so? Ja, aber das verstehe ich nicht. Wo ist das denn? Oder ist das... Ach, das ist weiter unten, ne? Oh Gott. Kann das sein, dass das Bild insgesamt weiter höher muss? Bestimmt, ne? Wenn ich mein Glück kenne. Ja, das Bild muss höher. Oder zumindest... Hä? Weil er macht dort ein Lagerfeuer, oder nicht auf dem Bild? Sehe ich das falsch? Na? Der aber mit dem getauscht werden, ne? Wenn ich das richtig sehe. So, 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 so. Der muss hier hin. Der muss da hin. Und dann ist es doch schon... Mein Gott, dieses... Alter, die Steuerung ist so grottenschlecht. Ist es doch richtig oder nicht? Oder... Hä? Bin ich so doof oder hä? Ach, hier der See stimmt auch nicht, ne, oder? Hier rechts, kann das sein? Hier, der muss auch anders hin. Der muss getauscht werden, um zwei Reihen nach unten. Das richtig sehe. Oh. Verzweiflung pur gerade. Ich würde gerne... Mein Gott, geh doch einfach mal dahin, wo ich sage, geh dahin. Spiel. Huch, mein Sprung, Alter. Nein, ist auch falsch, oder? Nee, jetzt ist es richtig. Ich kann nicht mehr. Gott sei Dank, ey. Oh Gott. Und jetzt? Wie kriege ich jetzt... Was? Ich habe keine Ahnung. Gott. Auf dem Foto ist ein alles gut zu sehen. Ja, fick dich. So. Aha. Mehr gibt's hier nicht, oder was? Für so eine Kackseite und ein Reagenzglas. So ein alter Fick dich Spiel. Weißt du, man meint immer so in der Gaming-Industrie, ja, so Battlefield, Call of Duty macht sauer, Rocket League macht sauer. Nein, es sind die Wimmelbildspiele, die uns einfach zerstören. So.
So, was haben wir denn da? Reagenzglas? Ich habe keine Ahnung, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich habe... Oh, blöd. Zweimal Pinsel, Nägel, Feder, Apfel, Kühl, Laterne, ja, Hammer, Bügeleisen. So, jetzt erstmal runterwimmeln, erstmal. Erstmal wieder vollkommen runterwimmeln. So. Bügeleisen. Wo ist denn das Bügeleisen? Da ist das Bügeleisen. Ich weiß nicht, wofür die Wimmelbildspiele dann sind. Wenn du dann so ein Rätsel hattest, damit du erstmal so ein bisschen runterkommst. So, Augen schon. Oh Gott. Wer kauft denn so einen Stuss? So. Pinsel, zurück zum Thema. So, wo sind wir denn stehen geblieben? Ich sollte gleich mal eine kurze Aufnahmepause mal machen. Da ist ein Pinsel. Denn ich merke gerade, ich kriege schon wieder so ein Pappmaul, wenn du nichts trinkst die ganze Zeit. Der Kaffee ist aus, ist Ende und ich bin jetzt so blind, ich sehe schon nicht mehr. Kaffeemühle? Da ist die Kaffeemühle. Wir brauchen noch einen Pinsel. Ist hinter meinem Gesicht irgendwie ein Pinsel? Nee. Nägel liegen am Tisch. Ja, jetzt komischerweise, jetzt sind es auf einmal Nägel. Vorhin waren es irgendwie komischerweise ja noch Rattenmuttern gewesen. So, Laterne habe ich. Da ist die Laterne. Apfel habe ich doch gerade schon gesehen. Wo war der Apfel? Da hinten? Nein, das ist kein Apfel. Da ist der Apfel. Eine Feder. Nein, zwei Hammer brauchen wir. Da ist ein Hammer. So, ich habe auch einen Hammer. Oh, der war so schlecht. Da ist noch ein Hammer. So, jetzt brauchen wir einen Kühl, eine Feder und Pinsel. Pinsel bei der Laterne. Hier bei Laterne. Welche Laterne? Wo ist hier eine Laterne noch? Beziehungsweise jetzt über Uhr. Ach, da! So. Kühl und Feder. Wo ist denn das Kühl? Das Kühl. Wo hat sich das Kühl versteckt? Hallo Zipfleinchen, willkommen zum Live-Let's Play. Zu Enigma. Ich kriege den Titel für den Namen schon immer hin. Ich bin so fertig. Ich bin so durch mit dem Quark, mit dem Spiel. Feder und Kühe. Wo ist denn das Kühe? Da ist die Feder. Und das Kühe. Sehr gut. Oh, du hast ja was Nützliches gefunden. Glasreiniger. Mich verlassen schon die Worte bei dem Spiel. Was habe ich denn da noch? Was ist das denn? Ach, Reagenzglas. Stimmt, haben wir ja gefunden. Wo wir ja ein tolles Rätsel hatten. Was uns ja Freude bereitet hat. Hey, Spiel. Es geht weiter. Feuerzeug. Lutscher. Den brauche ich jetzt gleich auch. Münzen, Diskette, Banknote, Mütze. Da ist eine Mütze, ist eine Polizeimütze. Das ist eine Mütze, nimm das auf. Scheißegal, ob das eine Polizeimütze ist oder nicht. So, Diskette habe ich gerade gesehen. Da ist die Diskette. Kamm. Da ist nochmal eine Banknote. Ah, wir müssen 5 Banknoten sammeln. La, 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 la. So, 2 Stück noch. Ist hier oben was? Nein. Die Maus. Maus. Da oben ist die Maus. Ja, ich brauche einen Lutscher. Zum Beruhigen. So, Münzen. Da sind die Münzen. Neben den Handschellen. Da ist der Lutscher. Den Lolli. Feuerzeug ist hier. Der Kamm in meiner Bürste steckt. Taschenlampe habe ich gerade gesehen, da. Und eine Banknote brauchen wir noch. Da ist die Banknote. Aber wo ist der Kamm? Who the fuck is the Kamm? Who the fuck is der Kamm? Wo ist denn verdammt nochmal dieser Kamm? Da ist ein Schuh.
Wo ist der Kamm? Wo ist der Kamm? Der Kamm in meiner Bürste steckt. Ich sehe den fucking Kamm nicht. Was? Lord Hemmelchen? Lass uns die Würste durchkämmen. Die Wüste durchkämmen. Die Wüste durchkämmen. Wo ist der Kamm? Tatsache. Balkontür über der CD. Danke, Sven. So, etwas Nützliches gefunden. Eine Dollarmünze. Yeah, woohoo. Ich geh mal raus. So, gibt's hier unten wieder ein neues Wimmelbild? Na, achso, ich wollte schon sagen, Leiche ist weg mittlerweile. So, ich würde sagen, wir machen an der Stelle, machen wir mal eine kurze Verschnaufpause auch für YouTube. Wir machen eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder hier bei Enigmatis Ghost of Marple's Creek und dann schaltet es wieder ein. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.